Morgen. Und täglich grüßt das Murmeltier, oder? Ja. Ja. Genau. So, wir stehen jetzt einmal am See. Genau, bei uns geht es heute ins Hinterland. Ich fahre jetzt einmal zurück, wir haben zwei Gipfel, wir entscheiden jetzt dann wirklich, wo sie geht, mit der Schneelager so. Mhm. Ja, in der Früh, es geht echt voll krass zu da unten. Das ist voll. Also der Verkehr ist echt heftig. Wumm, von der Tell aus und dann bin ich nicht vor Speed. Ja, so Burnout, die alten Computerspiele einfach voll im Straßenverkehr rein. Gleich auf 240 Puls, keine Sekunde, also ja, da mischt sich Italien voll durch. Oh, trotzdem sehr cool, Wellen, ja. So U-Boot auftaucht, ne? Schwarz und so. Aber echt voll schön, da ist 16. In der Früh hat es ein bisschen so einen Dunst. Und nachmittag geht der da hier und am Berg oben sowieso eigentlich immer klare Sicht gewesen. Aber wunderschön. Jetzt ist der dritte Tag in Folge wolkenlos. Echt verrückt. Er sagt, morgen in der Früh ein bisschen an Regen. Sind wir heute mit den Bios noch mehr im Weg, werden morgen dann nach dem Regen mit den E umsteigen. Und das Krasse ist, es fahren eigentlich voll viele Leute E-Bike da unten statt ein Auto, gell? Ja, voll. Also ist echt krass. Ist aber besser. Ja, oh, wirklich. Es ist viel besser und die haben so SPD-Lager, also die Kisten gehen wirklich ab, weil der eine ist gestern laufen geglüht mit Helm und allem, also eine coole Sache. Ja, voll. Ja. Würde ich auch machen. Falls ihr jetzt neugierig seid, wo die beiden tatsächlich hinfahren, Caval d'Ossa wird es werden. Und es lohnt sich dran zu bleiben, weil der Trail ist wirklich einsame Spitze. Ich dachte, ich spinne, wo ich gesehen habe, wie gut der aussieht und wo es da überall entlang geht. Also von dem her, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr selber schon mal oben wart. Und wenn nicht, was ihr eben vom Video so haltet. Da würden wir uns freuen und sind immer sehr gespannt. So. Es regnet nicht, sondern wir schwitzen, aber ja. Wir, wow, das war seit 25. März, irgend so ein Datum, ich weiß es nicht. Ich glaube 26. Wow, krass. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt Richtung Monte Bar. Ja, schaut gut aus vom Schnee, wir haben jetzt ein bisschen geschaut, wie weit das wir kommen, wir haben uns für den entschieden. Zu den Zeiten habe ich ein paar mehr Touren geplant, weil es aber ganz gut ist, wenn man dann variieren kann, weil es ist aber wirklich Schnee und der Tag ist vorbei. Also wir haben jeden Tag drei Varianten mit, um abfahren können. Wenn man in der Gegend ist, dann schauen wir uns das an, wo die Reise hingeht. Deswegen hat es eigentlich jeden Tag funktioniert, gell? Auf jeden Fall, es war so geil. Boah, brutal. Also gestern das war. Aber gestern die Abfahrt, die war ja brutalisierend. Ja. Die Radl bis jetzt, wir sind sehr zufrieden mit unserer WME, die 627, vor allem die DT Swiss Felgen. Echt eine coole Sache. Also man merkt schon, treten sie super leicht. Vor der Bereifung haben wir die Maxis oben, die High Roller, die Minion. 2,6 und du 2,5, gell? Genau. Ja. Ja. Ah, super Sache. Ja, bei uns ganz smooth da. Da ist jetzt weniger los. Unten war es echt die Hölle. Also, da war es echt krass, oder? Ja, voll. Weil ich irgendwie jeden Tag in der Früh so, haben wir gesagt. Wow. Ciao. Hefe, kannst du schmieren beim Twitter, hä? Machen wir es, oder? Ja, sicher. Weil mir gerade aufgefallen ist, dass immer noch nicht alle wissen, was WME beim Radl eigentlich jetzt bedeuten soll. Wer weiß es, schreibt sofort in die Kommentare. Und für alle anderen, We Make Enduro. Finde ich eigentlich eine coole Sache, das so zu taufen. Und Martin ist schon wieder oben ohne unterwegs. Dementsprechend war es da wohl wieder richtig warm. Wir sitzen wieder in Lugano. Allerdings, diesmal hat es auf der Höhe, wo die jetzt gerade sind, schon Schnee. Ach, da genau. Auf okay. Seht, da ist eigentlich die ganz normale Asphaltstraße. Ja, die letzten paar Meter waren ein bisschen Schnee, aber es ist total gut zum Umqueren gegangen. Es sind jetzt da. Knapp auf 1500 oder 1500 zusammen und 1600 ist der Gipfel. Genau, also nicht mehr so weit. Nein, geht jetzt nicht. Jetzt haben wir es geschafft, die 10 Kilometer. Ja. Straße sind erledigt, in der Tasche. Jetzt geht es da um und dann geht es. Da ist was. Oh, Hilfe. Und dann geht's auf. Das war echt. Ja. Ja, die haben fragst dich schon, wann herrscht es wieder auf. Mhm. Aber ja, sind wir da. Ja, auf jeden Fall ein cooles Erlebnis bis jetzt. Echt geil. Aber die haben schon einen gescheiten Stück Schnee da, gell? Ja. Wenn man da so schaut. Ja, am Graderum geht ein bisschen der Wind. Und wir haben zwei Sachen vergessen, den Urlaub. Zum einen mein Stativ für die große Kamera und zum anderen die Hülle für die GoPro, dass sie nicht so rauscht. Die Petra wird wahrscheinlich das Lachen beim Schneiden. Aber da muss ich jetzt durch, gell? Dann ist es real life, dann kriegt man es daheim auch mit. Erst dazu geht am Berg. Ja. Genau. Echt cool herum. Ich gehe ein paar schräge Viecher. Genau, da geht es Richtung Lager Maggiore, Maggiore euch.
Und das war eigentlich dieser Monte Bar gewesen, aber den haben wir uns jetzt gepostet, weil mit dem Schnee waren wir eigentlich fast den ganzen Trail wieder angefahren. Also auf Schneefahrbahn. Und ja, wir machen jetzt diesen Vorgipfel. Super Sache, Wetter hält heute noch, in der Nacht sogar Regen und morgen auch. Aber morgen Nachmittag ist wieder Wetterbesserung. Perfekter kann es nicht sein. Und jetzt spazieren wir die letzten 10 Minuten auf den Gipfel rauf. Schwierig, aber machbar, würde ich sagen. Ja. Du bist auch mit dem Radl heute beim Zug. Ja, du auch. Bin ich gesehen in der Früh. Echt cool, ja, jetzt gehen wir zusammen rauf, warum nicht? Right, sagen die Leute, wir sind oben. Bamste, super Sache da oben, wir haben ein Sonnenfenster gekriegt. Sind jetzt selbstverständlich, weil es so mal dumm zieht. Wahnsinnsaussicht, wirklich der Hammer. Und gerade im Winter ist es auch ein bisschen besser. Wahrscheinlich die nächste Sekunde zieht man drüber, dass die GoPro-Räuche hat. Aber nicht so hart gelegt, jetzt sind wir mal da. Und ja, da drüben ist ein Monte Damaro. Auch was Bekanntes, aber da kannst du jetzt eher noch Vieren gleiten. Also Radl fahren. Und das geht Bibro am Morgen aus, haben wir gesagt. Das schaut auch recht schneefrei aus. Das ist ganz eine coole Sache. Und für uns geht es jetzt über den Kamm eigentlich zurück Richtung Lugano. Also so eine Westabfahrt, ganz eine coole. Lang und effektiv. Und da fahren wir uns aber stärker. Ja. Nutzt nichts. Da freut sich wer. Ja, es. Du hast bei Jausen mit. Ja, sicher. Hast du geschaut, nicht, dass das einer schon zusammengegessen hat? Und wer sich jetzt vielleicht denkt, was redet denn die Petra, die haben doch auch Schnee. Stimmt, aber das ist der alte Schnee und danach war es so richtig, richtig warm. Und bei uns hat es jetzt gerade wieder Neuschnee, aber wahrscheinlich wisst ihr das auch, weil das hat sich ja komplett durchgezogen von München bis hierher im Prinzip. In den Alpen hat es auch nochmal richtig viel runtergelassen, da um Kitzbühel rum und so und eben hier schon auch. Also ist echt ganz beachtlich, so auf 1300, 1400 Meter liegt dann wirklich schon wieder eine geschlossene weiße Decke und ich hoffe, das geht die nächsten Tage jetzt langsam wieder weg. Heute hat es uns ein bisschen erwischt, da kommt aber natürlich ein eigenes Video dazu und dann hoffen wir, dass es so wieder so wird wie bei denen, weil das war schon richtig, richtig edel. Die haben im oberen Teil noch ordentlich Schnee gehabt, wie ihr seht. Der Martin kommt da ja super zurecht beim durch den Schnee surfen, die Vicky natürlich auch, weil sonst hättet ihr jetzt ja keine Aufnahmen. Und je weiter die dann runterkommen, desto trockener und staubiger wird die ganze Geschichte. Aber also aller feinstes Enduro. Und das eben, wie sie schon gesagt haben, Ende März. Also so kann die Saison weitergehen. Ja, die Tracks, die kommen dann nach und nach eben alle auf unseren Blog. Unter www.freeridinc.at findet ihr dann die ganzen Touren und die Beschreibungen und natürlich auch die Fotos dazu. Die Fotos gibt es übrigens zum Großteil bisher schon auf Facebook und auch auf Instagram. Also falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut da doch super gerne auch mal vorbei. Weil, wie ihr sicher wisst, im Fotografieren ist der Martin quasi unschlagbar. Und da hat er schon einige entwickelt und von dem her freut er sich natürlich auch, wenn die gesehen werden. Das finde ich auch immer ziemlich cool, wenn das Gipfelkreuz leicht unterhalb des Gipfels ist. Das ist ja anscheinend, damit man das von unten besser sehen kann, was ich mittlerweile so mitgekriegt habe. So ganz verstehen kann ich das zwar nicht, aber ich finde es immer cool, wenn man so drauf zufährt, weil das sieht dann natürlich so richtig episch aus, wenn man das Kreuz sieht und ins Tal runter sehen kann. Mit einem Blick ist schon immer cool. Ja, ansonsten hier seht ihr, geht es wieder mit diesen losen Steinen weiter. Das ist schon wieder so ein bisschen klaviergeräuschmäßig. Also das scheint für die Region auch recht typisch zu sein. Das haben wir ja auch schon auf der anderen Seite des Sees so vorgefunden und macht aber auch richtig Freude. Also die Steine sind nicht so ruppig. Wir hatten bisher noch kein Problem mit irgendwie Felgen oder so und von dem her ist es einfach nur cool. Ein bisschen Geräusch darfst du ja ruhig machen. Apropos Geräusch, hat jemand besonders gut hingehört im letzten Take? Da hat man ein extra Geräusch gehört, was nicht unbedingt mit dabei sein hätte sollen. Was war das? Wer kennt sich aus? Jetzt wird es Zeit, sich zu outen. Schreibt mal in die Kommentare, was da für ein Störgeräusch drinnen ist. Ich sag nur Prost. Diesmal
Diesmal sitzen wir übrigens nicht so wie letztes Mal im Sonnenschein vor dem Bus, sondern es ist schon fast dunkel und wir sitzen mit Dieselheizung im Bus, weil es eben so kalt ist. Das ist echt ein krasser Unterschied, weil obwohl es ja 2 Wochen später ist, ist es um einiges kälter. Was ist denn jetzt los mit diesem Sommer? Es hätte doch schon so gut begonnen. We'll be right back.
super, ja. Er war echt ein cooler Tag. Ewig viel Trail. Brutal. Einfach Wahnsinn. Es ist abnormal. Also die Gegend, die ist wirklich satt. Ja. Und vor allem also so unterschiedlich. Also du hast Waldtrails, da total flowig, dann richtig pistige Sachen, Enduro. Und Alpin, für das, was jetzt eigentlich geht, bis 1600 weit drüber, jetzt ist wie gesagt Ende März oder 3. Märzwoch, ist Schnee noch. Ja, aber es kommt einiges, zusammen zurückzureden. Ja, cool. Wir sind froh, dass wir gefahren sind, ist auf jeden Fall cool, gerade zum Einfahren, gerade mal so ein paar Tage, wir sind jetzt 8 Tage, dann ist Summe da. Wirklich eine tolle Sache. Und heute mal lang wir noch wieder was davon. Ja. Und das ist echt cool. Ein bisschen was ist auf dem Programm und das so tolle ist, man sieht wieder, wenn man am Berg ist, was man als nächstes fahren kann. Also bleibt dabei, ja, du und folgen. Genau, bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut, ciao.